Hallo, ich bin Diana Finkele vom Grafschaftermuseum im Mörser Schloss. Wir haben für euch einen Datensatz aufbereitet von dem Nachlass von Hans-Georg Lenzen. Hans-Georg Lenzen wurde vor 100 Jahren in Mörs geboren. Er war Zeichner, er war Autor, Übersetzer und vielfach künstlerisch tätig. Seinen Nachlass haben wir dieses Jahr von seiner Witwe übernommen. Wir haben einen kleinen Teil aktuell in einer Sonderausstellung ausgestellt. Hier seht ihr mal einen kleinen Ausschnitt seines künstlerischen Schaffens. Den allergrößten Teil, den haben wir allerdings noch in Kisten verpackt, in unserem Magazin. Davon haben wir Fotos angefertigt, davon haben wir Listen angefertigt. Die stehen für euch bereit. Wenn ihr eine Idee habt, wie man das erschließen kann, damit die Menschen auch den Teil des Schaffens von Hans-Georg Lenzen erfahren können, dann fänden wir das super. Viel Spaß!